Verzeih mir, Vater, denn ich habe gesündigt. Es ist schon eine Weile her seit meiner letzten Beichte. Fahre fort. Wissen Sie, Vater, ich habe in letzter Zeit viel über mein Leben nachgedacht und ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass die Welt meine Filme braucht. Bezahlt für diese Scheiße. Sicher? Nee, eigentlich überhaupt nicht. Ich meine, ich weiß ganz genau, was ich mal werden will, aber wie ich zu meinem Ziel gelange, ist mir noch völlig unklar. Dann fang doch mal an zu erzählen. Was genau möchtest du denn machen? Und jetzt fangen wir nicht an mit, ich möchte mit meinen Filmen die Menschen dazu bewegen, sich für einen kurzen Moment in einer fantastischen Welt der unbegrenzten Möglichkeiten zu verlieren. Habe ich schon tausendmal gehört. Nee, also ja, ich will Regisseur werden, aber mir ist bewusst, dass ich lange nicht der Einzige bin mit diesem Ziel. Das hast du gut erfasst, mein Sohn. Und deshalb suche ich nach Eigenschaften, die mich hervorstechen lassen. Lass mich mal überlegen. Na, ich hab was, komm mal her. Schwarz-Weiß, 4:3 und gelber Untertitel, auf Chinesisch oder so. Arthouse kommt immer gut an. Dann halt nicht. Darum geht's mir ja gar nicht. Ich will ja nicht vorgeben, jemand zu sein, der ich im Endeffekt gar nicht bin. Ich weiß nicht, ob ich hier überhaupt hingehöre. Ich frage mich manchmal, ob ich überhaupt reinpasse in die Menge an Menschen, die das Gleiche machen wollen wie ich. Jetzt lassen Sie mich doch erstmal ausreden. Ich zweifle manchmal daran, dass ich das Ganze überhaupt schaffe. Aber dann fällt mir ein, was meine Oma mal gesagt hat. Wie ging das Sprichwort nochmal? Und wenn du meinst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Und in meinem Fall war es halt eine Ariam 18. Was ist das? Ein Licht. Und was macht das? Es leuchtet. Aha, du kennst dich also schon aus beim Film. Ja, freilich. Seit meinem Abschluss mache ich eigentlich nichts anderes, als beim Film zu arbeiten. Setaufnahmeleitung hier, Regieassistent da, Imagefilme ohne Ende. Imagefilme, dein Ernst? Ich dachte, du suchst etwas, was dich von den anderen hervorstechen lässt. Die sind gut angekommen. Ja, das kann ja gut sein. Aber jeder dahergelaufene Möchtegern-Filmemacher denkt, er wäre der nächste Spielberg, nur weil er ein 60-sekündiges TikTok-Video für das ach so coole Hipster-Café um die Ecke gemacht hat. Also, langsam wird's persönlich. Übung macht doch bekanntlich den Meister. Und nur weil ich noch keine kinokassenfüllenden Blockbuster hervorgebracht habe, heißt das ja noch lange nicht, dass das nicht in Zukunft sein kann. Jetzt fangen wir doch erst einmal klein an. Taste dich Schritt für Schritt an das heran, was du erreichen willst. Setze lieber schlechte Ideen um als gar keine. Und wenn du dein Ziel erst über Umwege erreichst, ist das auch okay. Hauptsache, du gibst nicht auf. Danke, Vater. Aber schauen Sie mal, wie hoch ist denn überhaupt die Chance, dass ich... Ich verstehe deine Sorgen. Aber schau her, mein Sohn. 2% der Weltbevölkerung sind blond. Und wir sitzen hier. 2 blonde Männer in einem Beichtstuhl. Wie hoch ist die Chance? Ich glaube, Sie haben noch nicht so ganz verstanden, worum es mir überhaupt geht. Ich warte eigentlich auf einen Brief, bei dem ich mir nicht sicher bin, ob er überhaupt eintreffen wird. Ah, das habe ich fast vergessen. Ich habe hier noch was für dich. Vielen Dank, Vater. Sehr gerne, mein Sohn. Aber erst daheim aufmachen. Und sei nicht zu sehr enttäuscht, wenn nicht das darin steht, was du dir hoffst. Wenn ich dir noch einen Rat geben darf, mein Sohn? Ja, Vater? Werd besser Pfarrer. Ist leichter. Mit Verlaub, Vater, aber es kommt leider nicht in Frage. Ich bin doch nicht mal katholisch. Entschuldige bitte? Jetzt betest erstmal das Ave Maria zu Buße. Aber für Ihre Zeit spende ich sehr gerne eine Kerze. Die Ungläubigen halt wieder. Und blond noch dazu.